Hi, liebe Leute, ich bin's mal wieder hier auf Biken TV und ich komme gerade vom Film und Biken. Und da ist natürlich ein riesiges Thema: Wie kann man seinen Körper stärken? Wie kann man seinen Körper geschmeidig halten? Weil Radfahren doch eine recht einseitige Belastung ist, viel im Sattel sitzend. Also auf dem Weg zum Trail, die meiste Zeit sitzt man ja eigentlich im Sattel. Und Sitzen hat halt so gewisse Auswirkungen auf den Körper. Und dann ist natürlich noch, je nachdem, wie man fährt, ob man harte Landungen hat, dicke Geröllfelder, dicke Steine, also viel, wo man halt gute Körperspannung braucht, wo halt die Gelenke und die Muskulatur beansprucht wird. Und natürlich vieles auch verkürzt, was ganz typisch ist für Radfahrer. Was kann man da machen? Und jetzt gerade das Video entsteht gerade zur Corona-Shutdown-Phase. Das heißt, vielleicht haben manche von euch dann mehr Zeit neben dem Fahrtechniktraining, das ist natürlich das Wichtigste, auch sich selbst und sich um seinen eigenen Körper zu kümmern. Wir werden alle nicht jünger, die Verkürzungen werden schlimmer. Ich habe zum Beispiel immer die Hexenschussproblematik, schon seit ich 20 bin, vom Sitzen. Und da möchte ich euch ein paar Tipps einfach geben. Ganz kurz jetzt nochmal zum Anfang, wenn ihr irgendwelche medizinisch-orthopädischen Probleme habt, keine Ahnung, Halswirbelsäule oder irgendwas, gibt ja tausend Sachen, und ihr wollt mit Übungen da was dran machen, dann lasst euch bitte medizinisch beraten. Da wisst ihr, dass YouTube-Videos oder so gerade von einer, sag ich mal, einem Laien wie mir da nicht das irgendwie ersetzen können. Das kann eine Inspiration sein, aber gerade wenn es um medizinische Dinge geht, bitte geht zum Profi. Und ich kann da auch keinerlei Haftung übernehmen, wenn ihr jetzt eine Übung macht und ihr sagt, jetzt tut mein Rücken noch mehr weh. Das ist eure Verantwortung, aber mein Tipp ist wirklich, wenn ihr krass Rücken habt, kann man ja so sagen, das habe ich in meinen Fahrtechnikkursen schon oft gehabt, dass Leute dann vor den Kursen einfach Schmerzmittel nehmen, um halt den Kurs zu durchstehen. Was natürlich sehr gefährlich ist, weil die meistens auch blutverdünnend sind. Und ja, also bitte macht was an den Ursachen und geht zum Experten, wenn es hart auf hart kommt. Aber wir sind ja in der Prävention und da gibt es auch schon so ein paar Tools. Man kann das meiste ohne Fitnessstudio machen, natürlich jetzt gerade bei Corona oder auch sonst mit eigenem Körpergewicht, mit gewissen Hilfsmitteln wie Faszien, Bälle oder Rollen. Ja, und jetzt habe ich natürlich ein ganz spezielles Tool von Prep Sports, ProPilot. Das habt ihr bestimmt schon bei anderen YouTubern und den Bike-Medien gesehen. Also finde ich jetzt das Rad nicht neu, aber ich finde es das cool, dass sie mir das zugeschickt haben und ich würde das auch gern verlosen. Das werdet ihr dann unten sehen auf Instagram, werde ich verlinken. Und ja, viele Profis trainieren damit, das kommt aus dem Motocross und man hat da gewisse Möglichkeiten. Also ich bin da jetzt auch nicht so mega der Experte. Ich denke mal, so diese Basic-Übung, die man halt da macht, ist so ähnlich wie eine Liegestütze. Und da ist es halt so, dass einem die Instabilität des Lenkers auf diesem Prep Sports Ding. Man kann übrigens auch seinen eigenen Lenker nehmen und seine eigenen Griffe. Ich hab jetzt die Variante gewählt, wo das alles direkt mit dabei ist. Dann kann man halt im Vergleich zu einer normalen Liegestütze auf dem Boden, wenn man jetzt quasi runter geht, da bleibt oder hoch, runter, hoch, runter. Man kann jetzt so biketypische Bewegungen machen, den Lenker ein bisschen bewegen. Ja, und dadurch, dass das alles immer so in Bewegung ist und ausbalanciert werden muss, müssen die ganzen Muskeln im Rücken, an den Wirbeln und so weiter, die müssen trainiert werden oder werden dabei trainiert, während man jetzt eine normale Liegestütze da relativ stabil ist und nicht dieses wackelige Element hat. Und da hat man zwar auch gutes Muskeltraining, aber wie gesagt, diese ganzen kleinen Zwischenmuskeln werden dann nicht so gut trainiert. Ja, und jetzt weiß ich von meinem Nachbarn, der genau das gleiche Ding hat. Der macht sich dann wirklich sein Handy da drauf, da gibt es eine App. Und dann kann man dann zum Beispiel die World Cup-Strecke in Leogang oder so sich drauf machen. Also ist eine ganz normale GoPro-Aufnahme und kann dann quasi, während man das trainiert, kann man da drauf gucken und immer so ein bisschen mitlenken und ziehen und dit. Also wer halt sonst sagt, mir fehlt die Motivation hier. Da wirklich lange drauf zu bleiben und auch wenn die Muskeln schon wehtun, da kann das halt mit Hilfe vom Handy und der App und den Videos halt dann machen. Das finde ich auf jeden Fall auch eine coole Sache. Ich bin da nicht so affin. Ich gucke mir lieber normale Bike-Videos an, ohne GoPro und beim Muskeltraining Klimmzüge machen und so weiter. Ja, deswegen habe ich jetzt mal die Basic-Variante hier gewählt und ja, man kann natürlich noch die Länge, Breite des Lenkers variieren und dann hat man jetzt hier die Möglichkeit, mit dem Imbus kann man das lösen und dann den ProPilot immer so ein bisschen verdrehen, weil wenn du es jetzt hier auf dieser stabilen Fläche hast, ist es einfacher und je mehr du es halt veränderst, desto wackeliger wird es und
du wächst ja an den Herausforderungen, desto besser wird deine Muskulatur trainiert. Und Nina Hoffmann, die Weltcupsiegerin, ist zum Beispiel auch mit dem Ding unterwegs, weil man natürlich, wie gesagt, die Muskeln damit warm kriegt und sich trainieren kann. Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, in meiner Erfahrung, ich habe das Ding jetzt schon gut ausgetestet, macht auf jeden Fall Sinn, kommt aus dem Motocross-Bereich und ganz spannende Sache fürs Training. Ich verlinke euch jetzt nochmal das Video, was ich mit Easy Isabella gemacht habe in Winterberg. Da haben wir nämlich schon viele Übungen gezeigt, die möchte ich jetzt nicht nochmal alle zeigen. Und die hat euch guten Input gebracht, die ist Fitness-Instagrammerin und, das war, und Bikerin natürlich auch, also sie fährt auch gerne Bikepark. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, dass ich das alles nochmal zeige, weil man kann mit eigenem Körpergewicht so viel machen, mit dem Fahrrad noch dabei. Seht ihr unten den Link zu dem Video in meinem Kanal. Ja, jetzt ist aber so, dass ich nach meinen ganzen Erfahrungen durch die Hexenschüsse auch ein sehr starker Verfechter bin von den Übungen. Also ich werde euch das auch mal darunter verlinken. Ich bin ein ganz großer Fan von Liebschau und Bracht. Das ist ein Schmerztherapeut und seine Frau, die ja mit da macht. Und da geht es ganz viel um die Spannung aus den Muskeln rauszukriegen. Und das sind dann so über zweiminütige Dehnhaltungen, die man da hat. Das hier ist eine meiner Hauptübungen, weil ich immer Hexenschüsse hatte. Und in der Zeit, wo ich extrem Muskeltraining gemacht habe, um den Rücken zu stärken und dem Gedanken, ich kriege die Hexenschüsse weg, da hatte ich sogar noch stärkere. Mir war das zu der Zeit aber nicht bewusst. Und dann bin ich über Videos darauf gekommen, habe mir aber auch ein Buch schon davon geholt. Und da sind echt schöne, viele Übungen drin, gibt es aber auch als PDF ganz viel. Und das ist so eine klassische Übung, die sieht sehr nach Yoga aus oder so. Aber ich dehne damit halt den Rückenmuskulatur. Und man kann das halt wirklich dann länger halten. Und das, oh, ich finde das so eine Wohltat. Und ja, dann kann man natürlich noch variieren, das eine Bein noch anziehen. Und man merkt halt überall, wie es dehnt und zieht. Ihr müsst es länger als 30 Sekunden halten. Am besten, wie gesagt, noch länger. Man kann sich ein Musiklied reinmachen. Wenn man dann das ganze Lied das hält, dann hat man über 2 Minuten. Das ist dann schon sehr gut. Ja, und da gibt es viele Variationen. Eine meiner Lieblingsübungen ist auch die hier. Ich kann jetzt gar nicht so genau beschreiben, wie der Liebscher, so heißt der Roland Liebscher, der Schmerztherapeut, den kennt ihr vielleicht auch aus den Medien oder von YouTube. Der kann ja natürlich genau sagen, welchen Muskel drin dehnst du wie. Und um die Spannung da rauszukriegen, ihr werdet es dann selber spüren. Und im unteren Rückenbereich, aber auch am Oberschenkel und am Gesäß, überall sind Muskeln und Hüftbeuger, Hüftstrecker, überall, die vom Radfahren klassisch stark verkürzt sind. Dann sitzen viele noch beruflich am Schreibtisch viel. Und dann gibt es natürlich viele Probleme. Und das ist natürlich sehr komplex. Individuell können so gesundheitliche, medizinische Probleme sehr verschieden sein. Aber man kann sagen, wenn viele Leute die Spannung aus den Muskeln rauskriegen würden, den Bewegungsradien der Gelenke viel mehr benutzen und nicht immer nur so Bewegungen nach vorne machen, also viel mehr sich auch drehen und alles. Also das sind Dinge, die haben mir so geholfen und meiner Mutter auch die Hüft-OP erspart. Also da bin ich ganz großer Fan, ihr merkt das schon, ich bin ja am Schwärmen hier. Dann finde ich diesen Faszienball noch ziemlich gut, gefällt mir besser als die Rolle. Das ist ja ein Faszien so ein bisschen wie Massage, aber es tut ein bisschen mehr weh. Und das ist, man weiß auch, dass das halt hilft, die Muskulatur geschmeidiger zu halten. Ich mag halt diese kleineren Dinge, es gibt aber auch größere. Ja, und dann sind eigentlich die Möglichkeiten endlos. Aber es ist natürlich wieder hier im Kopf, was macht die Motivation? Man muss sich aufraffen, jeden Tag seine 10 Minuten Übung zu machen. Gerade wenn man jetzt, wie ich, also ich bin Jahrgang 85, auch nicht mehr der Jüngste, aber wenn ich jetzt nicht mal 15 Jahre nach vorne gehe, dann weiß ich auch, dass da die Rückenthematiken und so auch nicht besser werden, wenn man dann nicht aktiv was dran macht und nicht erst, wenn dann der erste Bandscheibenvorfall kommt oder so oder man richtig harte Probleme hat mit chronischen Schmerzen. Genau, deswegen bin ich da immer hinterher, diese Übung zu machen, sonst mache ich Klimmzüge und noch ein paar andere Übungen mit eigenem Körpergewicht. Fitnessstudio finde ich auch ganz cool, aber ich bin halt dann doch lieber draußen und bei mir in Olsberg gibt es auch im Stadtpark, im Kurpark, Klimmzugstangen und so weiter. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was macht ihr für Übungen? Wie dehnt ihr euch? Was dehnt ihr? Was macht ihr noch für andere Sportarten? Gerade vielleicht in Zeiten, wo ihr bei kurzen, dunklen Tagen nicht mehr so viel Fahrrad fahrt. Wie haltet ihr euch fit? Ich finde halt so spezifische Tools wie den ProPilot von PrepSports sehr passend. Einfach, weil es ein Bike-Feeling gibt und wirklich effizient die Muskeln trainiert. Man kann sich da auch wirklich schön steigern. Und sonst die Liebscher- und Brachtübungen sind für mich existenziell plus noch Faszien
Massage oder wie man das halt nennt. Es gibt auch größere Rollen und ja, da werdet ihr auch viele Anleitungen auf YouTube finden. Ich bin mal auf euer Feedback gespannt und wie gesagt, schaut bitte mal bei Instagram vorbei, wenn ihr das Ding hier gewinnen wollt und liked das Video gerne auf YouTube auch, abonniert den Kanal und schaut mal bei VeloTotalTV, mein anderer Kanal, wo ich mit dabei bin, rein und würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Und jetzt muss ich noch ein bisschen hier ein bisschen kämpfen. Ah, mir fehlt die Musik. Ich brauche Musik. Am besten Hip-Hop. Macht's gut.